Ja, guten Abend, Freunde. Es sind jetzt so noch, also es ist jetzt ungefähr so viel Uhr, also es sind noch 486 Stunden, bis FIFA 21 rauskommt. Höchste Zeit, sich auf den perfekten Start in FIFA Ultimate Team vorzubereiten. Ich habe euch heute mal die wichtigsten Tipps zusammengefasst. Das Video wird ein wenig länger heute, aber wir decken auch wirklich alles ab, was ihr zum Start vom FIFA Ultimate Team wissen müsst. Loyalty Packs. Wenn ihr euch das erste Mal so am 30. oder 31.09. in FUT 21, also zum Web-App-Release, einloggt und ihr in den vorherigen Jahren schon FIFA gespielt habt, werdet ihr Welcome Back Packs bekommen. Verkauft da alles, was einen Wert hat. So habt ihr dann schon mal ein wenig Coins, um zu traden. Was ihr damit genau anstellen könnt, erzähle ich euch ja gleich noch. Season Pass Aufgaben. Versucht so viele tägliche, wöchentliche und monatliche Aufgaben des Season Pass wie nur möglich zu erledigen. Und das am besten schnell. Anfangs sind diese Challenges sehr einfach und da sollte es wirklich easy sein, ein paar Packs und Coins abzugreifen. Täglicher Login-Bonus. Loggt euch täglich mindestens einmal in die Web- bzw. Companion-App ein. In der Anfangszeit warten da auch gute Boni auf euch. Es kann sein, dass ihr nur ein kleines Bronze-Pack bekommt, aber auch mehrere tausende Coins am Tag sind möglich. EA-Katalog. Wie in den letzten Jahren wird man im EA-Katalog Verträge, Bälle, Trikots und so weiter kaufen können. Diese bekommt man auch als Karte dann in FUT. Holt euch alles und verkauft die dann entweder auf dem Transfermarkt oder discardet sie einfach für den Mindestpreis. Auch das bringt euch nochmal extra Coins. Coins machen. Diese vorhandenen Coins wollen wir nun vervielfachen. Dafür sollte man Karten günstiger bieten bzw. snipen. Wie ihr super easy snipen könnt, habe ich ja schon in einem meiner letzten Videos gezeigt. Interessante Karten dafür sind die, die in den Anfangs- bzw. fortgeschrittenen SBCs gebraucht werden oder Karten, die günstig, aber gut spielbar sind. Macht euch da am besten eine Liste mit 10 bis 20 Spielern, die ihr immer wieder abcheckt. Auch ich werde mir eine machen und diese in unserem Discord teilen. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ich habe das zum Beispiel immer erfolgreich mit Außenverteidigern aus guten Ligen gemacht. Versucht diese oder auch andere Spieler für den Mindestpreis, also maximaler Bietpreis 350, zu ersteigern und stellt sie dann für 200 bis 300 mehr zum Sofortkauf drauf. Die gehen so gut wie immer weg, weil die Leute ja Teams brauchen. Damit sich das Ganze aber lohnt, muss man das schon mit vielen Karten machen, also quasi Masse statt Klasse. Ich will eure Transferliste immer voll sehen. Wenn ihr ein wenig Zeit habt, könnt ihr die Karten auch locker für das Doppelte draufstellen, denn es gibt genug faule Hunde, die die Preise einfach nicht überprüfen. Diese Methode nennt sich Lazy Buyer Methode und mit der kann man im ganzen FIFA-Jahr auch mit teureren Karten viele Coins machen. Ich habe in FIFA 20 so zum Beispiel mit einzelnen Karten mehrere hunderttausend Coins verdient, aber mehr dazu später im Jahr. Was in FIFA 21 gut funktionieren wird, werden wir erst sehen, wenn die Web-App draußen ist. Wenn ihr wollt, können wir uns darüber gerne mal im Livestream auf Twitch austauschen. Den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung mit meinen weiteren Social-Links. EA Play Early Access. Ein kleiner Einschub für die, die sich EA Play besorgt haben. Wichtig ist, dass ihr die 10 Stunden auf der Konsole, die ihr ja durch das Abo von EA Access bzw. mittlerweile EA Play ab dem 1.10. bekommt, auch ausschließlich Gameplay spielt. Also Squad Battles oder Division Rivals, damit ihr direkt schon Belohnung für die Modi bekommt, bevor die anderen überhaupt das Spiel haben. Also traden auf der Companion bzw. Web App und die 10 Stunden Early Access für Spiele und Aufgaben des Season Pass auf der Konsole nutzen. Fortgeschrittenen SBCs. Jetzt sollte man schon langsam mit den fortgeschrittenen SBCs anfangen, denn diese bieten jedes Jahr ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt ja zum Teil 82er und 83er, wie zum Beispiel Martial oder Gabriel Jesus, die am Anfang von FIFA eine Menge an Coins wert sind. Diese kann man gut ziehen aus den Packs. Verlasst euch aber bitte nicht auf die beliebten Footbin-Lösungen, denn diese Karten sind maßlos überteuert. Schaut euch die Lösungen lieber an und mit ein bisschen Gehirnschmalz kann man sich da andere günstige Möglichkeiten ausdenken. Wo wir gerade bei Footbin-Lösungen sind, sind wir auch direkt bei meinem nächsten Tipp. Footbin-Lösungen. Checkt die beliebtesten Lösungen von aktuellen SBCs aus und schaut nach Spielern, die sich deswegen gut verkaufen. Hier könnt ihr massenhaft versuchen, sie günstig zu erbieten. Verkauft diese aber schnell mit Profit, da es gut sein kann, dass die Karten schnell fallen, wenn die Footbin-Lösung nicht mehr ganz oben in der Liste angezeigt wird. Eine andere gute Methode ist, wenn Karten in den Lösungen bei Footbin einen falschen Preis haben. Anfangs werden ja immer viele Packs gezogen, um Coins zu machen und da prüfen viele nicht den richtigen Preis. Ihr könnt also den Spieler für den Footbin-Preis snipen und dann für den wahren Wert verkaufen. Investments. Wenn ihr euch jetzt schon ein gewisses Polster ertradet habt, investiert es in die Goldkarten der Once-to-Watch-Spieler, kurz OTW, und im Deutschen heißt es glaube ich Stars im Blickpunkt. Sobald die OTWs erscheinen, sind die Goldkarten ja aus den Packs raus und der Nachschub ist einfach nicht mehr da und die Preise steigen. Wichtig ist, dass die Karten gut linkbar sind, also eine gute Liga und eine gute Nation, eine gute Position, ihr kennt das ja, da diese gerne in SBCs genutzt werden. Wenn die Karten sogar gut spielbar sind, umso besser. Denn wenn die meisten Kids am 9.10. FIFA 21 kriegen, wollen sie natürlich günstige, gute Spieler spielen und wenn die nicht in den Packs sind, steigt der Preis und ihr könnt sie dann gut mit Profit verkaufen. Wenn es OTW-Kandidaten gibt, die ihr zum Mindestpreis kriegt, auch immer mitnehmen, weil man ja nicht wirklich was verlieren kann. Da zum Start von FUT 21 der größte Teil des OTW-Teams nicht bekannt sein wird, muss man selber ein wenig recherchieren und gamblen.
Wenn das Team nämlich veröffentlicht wird, seid ihr schon zu spät dran mit dem Investieren. Also checkt schon vorher die wichtigsten Transfers. Ich werde die potenziellen Spieler auch in meiner berühmten Liste im Discord haben. Team of the Week 1. Ähnliches gilt auch für Spieler, die in der Woche vor dem ersten TOTW eine gute Leistung gebracht haben. Auch die verschwinden potenziell dann für eine Woche aus den Packs und steigen dementsprechend. Investiert aber nicht alles, behaltet immer genug, um Spieler zu snipen und zu traden. Die Spezialkarten aus dem TOTW 1 werden aufgrund des Release-Datums nicht die ganze Woche in den Packs sein. Wenn da also Karten dabei sind, die eine gute Nation und Liga haben und beim Mindestpreis sind, kauft euch, wenn ihr genug Coins habt, von jedem eine und packt sie einfach in euren Club. Diese steigern ihren Wert aufgrund der Seltenheit oft schon schnell. Team bauen. Wenn ihr anfangs schon ein Team baut, gebt dafür nicht mehr als 20-30% eures Budgets aus. Ich werde wahrscheinlich sogar noch weniger in mein Team stecken, um noch flüssiger zu sein. Auch hier können wir schon direkt ab dem 1.10. in Karten investieren, die sehr wahrscheinlich beliebt bei den Footspielern sind. Im letzten Jahr sind diese anfangs krass gestiegen bis 2 Tage vor dem Vorbesteller-Release, dann ist der Preis für knapp 2 Wochen recht stabil geblieben. In diesem Jahr wäre das der 4.10. Also wenn ihr gleich am Anfang gut spielbare Karten zieht oder billig snipen könnt, verkauft diese gerne schon am 4.10. um dann mit anderen Methoden weiter Coins zu machen, wie zum Beispiel die angesprochenen Out-of-Pack-Investments. Ja, und das war's dann für den perfekten Start. Ich hoffe, ich habe euch mit meiner Zusammenfassung ein wenig geholfen. Wenn das so ist, lasst gerne ein Like beim Video und ein Abo auf meinem YouTube-Kanal da. Ihr findet hier auch in Zukunft weitere FIFA-Guides. Falls ihr Fragen zu den Bereichen habt, haut die gerne in die Kommentare. Ich werde versuchen, alle zu beantworten. Um alles noch entspannter zu bequatschen, schaut wie gesagt auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Ich freue mich da über jeden Follow. Ja, und das war's. Und as always, wir sehen uns auf dem Foot-Transfermarkt. Ciao!